Ja, wir haben Taro gefunden in der letzten Folge. Leider ist er nicht ganz so freundlich, wie wir es erhofft hatten. Er hat mir ein bisschen auf die Hucke gegeben. Und damit ja erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirit. War alles furchtbar kommentiert. Ich bin Daniel und wir stehen mal wieder oder immer noch vor dem Bosskampf. Vor dem Taro-Bosskampf. Ja, und sowieso, solche Bosskämpfe bringen mich immer so ein bisschen bei so Spielen mit so leichten Souls-Anleihen durcheinander, weil man fokussieren kann, aber teilweise auch das Ganze nicht so hilfreich ist, wie man sich das wünscht. Egal, es geht weiter. Ich überspringe die Cutscene wieder. Hat er mich da schon wieder erwischt mit irgendwas? Zeig die Lampe! Wir hatten das Thema schon. Zeig mir die Lampe! Jetzt ist er wütend. Jetzt ist er wütend. Weg, 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 weg. Hallo, ich will ihn gar nicht fokussieren gerade. Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Aber ganz schnell. So, jetzt können wir wieder über Fokussieren reden. Wenn ich ihn finde. Oh nein. Ich werde mich gleich anschauen, ne? Nein! Okay, jetzt bin ich wieder. Ach, komm schon. Mann, ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Jetzt bin ich tot. Okay, der Anfang war ja ganz gut. Ich hätte mich nur nicht zweimal greifen lassen sollen. Hätten wir das vielleicht auch machen können. Das gibt's ja nicht, ey. Warum stelle ich mich denn auch immer so dämlich an bei solchen Bosskämpfen? Ist auch da wieder die Muster sind jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Aber der hat aber auch eine Hitbox teilweise, ne? Ja, super. Das hilft mir natürlich genau gar nichts. Ich brauche erstmal eine Heilung, bevor ich hier drauf gehe. Können wir weiterspielen? Oh, okay, sein Schwanz ist gefährlich. Ich brauche die Haltung erstmal. Ich müsste jetzt erstmal das Muster lernen. Kannst du mal bitte langsam machen? Er hat mich schon wieder. Nein!
Mach dasselbe Muster wieder, oder was? Ich bin doch... Ihr bin doch ausgewichen! Ach, du bist doch ein blöder Mob, du. Jetzt hat mich der Schwanz erwischt. Diese letzte Phase, ne, die bringt mich echt um den Verstand. Und du weichst aus und er greift dich trotzdem. Blöden Korruptionsdinger, die einen dann auch noch verlangsamen, das ist nicht geil. Und dass man hier den Fokus findet, wenn man den mal anschießt. Auch nicht nett. Ach, komm schon! Kannst du noch bringen hier? Könnt ihr mal bitte machen? Im Auge behalten. Ich hab doch ausgewichen! Du blöder Hund, du! Komm, mach deine Laterne. Die Laterne anschießen. Ich hab sie doch getroffen, um Himmels Willen! Ich hab sie doch getroffen! Ja klar, natürlich, er macht jetzt seinen Super-Move hier. Er ist doch ganz knusper! Wo ist die andere Heilung? Wo ist die andere Heilung? Meine Güte, lass mich doch die Kerze anzünden! Er hat mich schon wieder... Wieso? Vor allem, der haut mir aber auch die zweifache Hit... Also, der... Wollt keine Heilung mehr, ne? Wieso wie... Nein! Ach komm, ich verstehe das Muster da hinten nicht. Ich brauche am Schluss diese zwei Schüsse auf jeden Fall. Und ich hau ihm vielleicht auch nicht unbedingt sein... Ach, sein lila Ding da weg, da. Warum kämpft er jetzt mit seinem blöden Schwanz? Wieso trifft er mich denn? Ich weich doch aus! Okay, das kann man wohl offensichtlich nicht kontern, ja. Na klar. Ich glaube, die Taktik ist zum Scheitern verurteilt.
Ich schieße ihn an und er explodiert. Ach, es ist doch echt. Ach, kann ich irgendwas verbessern noch? Ich könnte hier noch beim dem Sprinten. Nee, ich hab halt echt nix, ne? Ich hab echt nix. Es gibt's doch nicht, ne? Das kannst du doch nicht bringen, du blöder Möb! Ist doch auch mal gut hier! Ich hab auf Blocken gedrückt, just saying. Das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht machen, aber okay, ich hatte jetzt gehofft, dass ich ihn auch vielleicht irgendwie da. Wird er da wütend? Kann das sein? Ja, ist klar. Ich bin ja nur ausgewichen. Alles klar. Ey. Also jetzt ist aber auch mal gut, ja? Er trifft mich durchs Schild, ja? Ey, hallo, was hast denn du für Bewegungsradius, du blöder Möb? Nein! Mein Schuss ist weg. Komm. Ah, wieso? Ich hab extra... Es ist dasselbe Thema wie wieder. Ich schieß, ich ziel an... Lass dem Dings los, aber halt scheinbar den anderen Button halt zu früh. Und dann schießt er nicht. Och, es ist so ärgerlich. Das könnte alles so einfach sein. Ja. Wo soll ich denn bitte schön hin ausweichen, wenn er mich dann trotz Ausweichen trifft? Ah klar, jetzt kommt er wieder um die Ecke hier, ne? Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's doch verstanden! Man muss diese bescheuerte Laterne treffen, ne?
Und ich treffe sie halt nicht. Ah, schon wieder. Ash, lässt mich doch nicht schießen! Ich hab doch da die Heilung, wollte ich doch jetzt, Mann. Jetzt lass mich doch die Heilung noch nehmen. Er hat wieder die Lampe, er hat wieder die Lampe. Ich hab ihn. Rot. Mach mal hier das Zeug hier weg. Ich hoffe, sie hat noch ein bisschen Hitpoint wieder in der Hand. Ich hab alles verbraucht. Wenn ich da die Explosion sehe. Obi, obi. So, jetzt ist Karma genug da. Jetzt machen wir erstmal ein Upgrade für die Rot-Aktion. So. Ist er das wieder? The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay. But I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. It happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh,
lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Wow, kehre zum Massenschein zurück, um Taro zu ehren. Also gut, ich sag mal so, wenn die Cutscene halt genauso lang dauert, fast schon wie der Bosskampf gegen Taro, dann ist die Mühe auch schon wieder ein Stück weit vergessen. Also, ist das schön. Okay, hier können wir nochmal meditieren, gib mir Hitpoints dann. Das heißt aber, ich habe das jetzt doch richtig verstanden, dass Taro in der, ich sag jetzt mal, in der physikalischen Welt gestorben ist, aber sein Geist noch weiterlebt. Und diese beiden kleinen Kitties, die konnten ja sowohl, also die können ja in beiden Ebenen aktiv sein, so habe ich das verstanden. Das heißt, sie konnten ihn jetzt über die geistige Ebene, als er befreit war, dann halt besuchen kommen und ja, jetzt mit ihm halt in der geistigen Welt verweilen oder halt Abschied nehmen zumindest. So ganz habe ich das System noch nicht verstanden, aber okay, da haben wir noch Früchtchen, können wir noch mitnehmen. Und jetzt müssen wir noch irgendwo hin. War das das jetzt schon, wo wir ihn ehren können? Das ist hier hinten dann, oder? Maskenschrein, da Taro Maskenschrein ehren. Jetzt würde ich mich aber tatsächlich hier nochmal so ein bisschen in dem Areal umschauen wollen. Denn was wir hier jetzt alles freigemacht haben, da war ja auch ziemlich viel von dieser Verseuchung. Sollte doch eigentlich hier noch das ein oder andere Versteck sein, oder? Und vor allem, uns fehlt dann nur noch ein Rott, dass wir die nächste Stufe erklimmen können. Hier muss doch noch in der Ecke einer rum und am Stein liegen. Nicht hoch.
war der Höhleneingang. Genau, da waren wir schon drin, ne? Exakt. Ja. Hier war nämlich auch alles mit diesem verderbten Ast hier. Oder mit diesem verderbten Baumstamm, nicht vererbt. Was haben wir denn in dem Areal überhaupt noch? Wir hätten hier noch, ja, so ein bisschen, was ist hier noch, ne? In dem vergessenen Wald. Vor allem von der Geisterpost her, immer noch. Hier kommen wir jetzt quasi zu Taros Baum zurück. Das sind auf jeden Fall noch 5 Rottier versteckt irgendwo. Das heißt, wir müssten mal die Augen ein bisschen offen halten. Über den Schlümpfen, wenn man ganz ruhig ist, kann man sie vielleicht auch irgendwo hören. Moment, hier ist eine Blüte. Und da ist auch irgendwas. Wofür ist diese Blüte hier gedacht? Ah, da kann ich rüber. Okay, dann machen wir das mal. Loot! Schmetterlingshut! Ich glaube, ansonsten habe ich hier schon alles, oder? Natürlich, dass man mit dieser Maske da nicht so wirklich rumlaufen kann. Weil da, so wenn ich es richtig verstanden habe, sieht man doch eigentlich auch diese Fußspuren von den Rott. Zumindest war das ganz am Anfang mal so. Dass wir da einen entdeckt haben. Ich schau mal ganz kurz. Nee, man sieht hier tatsächlich. Oh, sind die alle unter dem Stein? Dann kriegen wir jetzt gleich 3 Stück. Oh, Moment mal. Das war kein Rott. Sonne. Level 3. Die Rott können jetzt mehr Aktionen ausführen. Genau, jetzt haben wir nämlich 3 von denen. Das wäre natürlich auch schon praktisch gewesen, wenn wir das gegen Taro gehabt hätten. Dann hätten wir da vielleicht die... Moment, war hier nicht noch ein anderer Stein? Oder? Ach, das... Okay. Das war so ein Gamble-Spiel wie dieses Hütchen-Spiel. Unter einem von denen ist... Controller vibriert doch gerade, da ist irgendwas in der Nähe. Achso. Can you pick that up? Ja, was ich als nächstes auf jeden Fall skillen möchte, ich schaue nochmal ganz kurz, nämlich, ach das haben wir jetzt ja schon, dass wir den Kampf, dass wir in einem Kampf quasi 3-mal die Rotaktion haben, einmal schon zu Beginn. Genau, was wäre denn der nächste, achso 5 Pfeile, also 300 wäre 5 Pfeile, bin mir aber gar nicht mehr so sicher, ob ich die wirklich haben will. Hier werden sie uns ein bisschen hinterher geworfen gerade. 65 brauchen wir für die nächste Stufe. Na, holla, die Waldfee. Dann ist es aber auch wichtig und richtig, dass sie uns hinterher geworfen werden. Achso, da komme ich her. Das ist Taros Baum. Genau. Okay, dann sind wir da schon auf der richtigen Spur. So. Ich sehe aber, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, liebe Leute. Es tut mir leid, wir müssen aber die Rückkehr ins Dorf einfach aufs nächste Mal verschieben. Ich danke euch einmal mehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt euch auch ein bisschen amüsieren können beim Bosskampf.
ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wenn ihr mögt, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, ciao!